Das Abenteuer England haben die Jeremy Dales also immer noch nicht abgeschlossen, obwohl es doch vor ihnen noch kaum eine andere deutsche Band geschafft hatte, dort Fuß zu fassen. Wir glauben an, wenn eine Band gut ist, dann ist sie gut. Wenn eine Band schlecht ist, dann ist sie schlecht. Und es hat nichts damit zu tun, ob du aus Holland, Deutschland, England oder Amerika kommst. Und ich glaube, es ist einfach falsch zu sagen, also so deutsche Bands können es nirgendwo anders als in Deutschland schaffen. Oder englische Bands können es in Kanada schaffen, aber in, was weiß ich, sonst wo nicht. Also ich glaube, gute Musik ist einfach gute Musik. Es öffnet sich alles sehr. Und wir sind schon mal sehr, sehr froh, dass unsere Platte hier veröffentlicht ist. Das war unser erster, eben der erste Kampf, den wir sozusagen durchzustehen hatten. Und heute Abend hier auch zu spielen und uns langsam einfach ganz normal wie in Deutschland auch, als wir angefangen haben, ein Publikum erspielen. Ne? Ist jetzt, glaube ich, London auch so ein bisschen normaler geworden, also weil wir hier auch leben. Aber ich erinnere mich noch, also vor einem Jahr war für mich mal im Marquee London spielen, was ganz, ganz Besonderes eben, weil man in einer großen Stadt irgendwie ist, den Leuten einmal die Chance hat zu zeigen. Ich war hier früher immer auf Konzerten und irgendwie dachte ich, oh, ich freue mich auf den Tag, wenn ich mal da spielen kann. Gesehen explosiver geworden auf der Bühne und sorgt immer, also wir eigentlich während der ganzen Zeit der Tour und so weiter, für einen schönen Moment im Konzert, der uns selber überrascht, weil er hat immer ein Solo drin und er variiert es immer, dass es für uns nie langweilig wird und dass wir eben auch einfach unsere Freude haben können, einfach am Zuhören. Das ist wirklich ganz schön. Mir fällt von Louis immer auf, dass er relativ in sich ist. Also es kann passieren, dass ich Louis ansehe und ich habe das Gefühl, er nimmt mich nicht wahr und ich sage ihm das danach. Blasige Augen. Nein, ich sage ihm das danach der Show und es ist gar nicht so. Christoph ist viel, also wenn ich jetzt mal zu einem, vor einem Jahr war, viel stiller auf der Bühne. Sehr viel lebendiger geworden, er springt gerne rum und man muss immer etwas sehr aufpassen, dass dein Basshals eigentlich irgendwie im Kopf erwischt. So. Ja, mir ist eigentlich in 1,5 Jahren Björn auf der Bühne ist mir nichts aufgefallen, was mir vorher nicht auch schon aufgefallen wäre. Ja, er ist einfach manchmal abwesend, manchmal ist er da. Also Dirk, also nichts, was du bereuen würdest. Nee, Dirk, obwohl er seine Gitarren liebt, geht er nicht sehr sorgfältig mit ihm um. Also er ihm reißen auf die Seiten. With dreams, words stray endlessly.
nicht, vor einem Jahr, als die Platte rauskam, waren wir erstmal froh, dass die Platte draußen war, dass wir die aufgenommen hatten. Jetzt ist die Platte ein Jahr lang draußen. Wir haben in der Zwischenzeit, sind wir getourt, haben einfach in die Seite mehr reingeschaut, weil wir hatten vorher noch nie eine extensive, eine ausgedehnte Tour hinter uns gehabt. Jetzt sind wir eigentlich insgesamt so in etwa 2 Monate immer unterwegs gewesen, mit Pausen, auf Tour, haben gesehen, wie es ist, live zu spielen, das ganze Material, was man auf der Platte hatte, live zu performen, wir haben mehrere Videos gedreht. Damit irgendwie, wir sind jetzt an diesem Punkt, schließen so ein bisschen auch die erste Platte damit ab. Also wir bereiten jetzt die neuen Songs vor, gehen jetzt nach Hamburg ins Hafenklang, nehmen dort die ersten Demos für die neue Platte auf, sammeln die ganzen Ideen, die sich so angetragen haben im Laufe dieser Zeit. Und im Grunde ist jetzt so ein bisschen ein weiteres Kapitel eingeleitet.